So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen heute zu einem weiteren Video rund um die FIFA 19 Ultimate Team Foot Birthday Promo, Jungs. Da geht's weiter voran. Die neue Flashback-Karte ist am Start und zwar ein wunderbarer Herr namens Seydou Doumbia in Gedenken mal wieder an seine FIFA 15-Version, die er da in Ultimate Team hatte, die wir uns auch gleich nochmal genauer anschauen werden. Sprich, SBC Nummer 1, Doumbia, quatschen wir drüber, welcher Campstyle könnte da ganz geil sein, was kostet die SBC, was kriegt man als Packs und wie schließt man die relativ günstig ab. Und dann werden wir natürlich auch noch die Foot 14 Puzzle-SBC abschließen. Ne? Feiere den Foot-Geburtstag und baue ein Team um diesen zeitlosen Foot 14-Spieler auf. Sprich, da werden wir dann auch noch ein schönes 25k-Pack mitbekommen und das werden wir uns dann auch nochmal ganz entspannt genehmigen. Das soweit dazu. Bevor wir reinstarten, dann würde ich sagen, kümmern wir uns als allererstes mal ganz kurz um die Karte, um die es eigentlich geht, nämlich Doumbia. Prinzipiell schon mal sehr, sehr geile Stats, auf die gehe ich nachher nochmal ein bisschen genauer ein. Ihr seht es jetzt im Hintergrund, das ist die Karte, auf die sich EA bei dieser SBC ja so ein bisschen bezieht. Ja, 84er Rating, damals noch die Footy-Karte, das sind noch die beiden anderen Versionen von ihm, einmal in der Roma-Version, einmal bei ZSKA Moskau und dann eben, wie gesagt, diese wunderschöne pinke Karte, damals Forster, können wir dann auch nochmal gleich vergleichen, 1,78 Meter, okay, ich guck mal eben schnell, oh, jetzt ist er 1,9, ist das eine 8, ich glaube, das ist eine 8, ja, jetzt ist er 1,79 tatsächlich in FIFA 19, Jungs, also er wächst mit fortschreitendem Alter. Sehr interessant. Auf der Playsee ein Wert von 241k, man kennt's. Und ja, relativ solide bis sehr, sehr starke Stats, die da definitiv mit am Start sind. Sprich, eine sehr coole Karte. Kommt jetzt also raus als Flashback-Karte hier in FIFA 19 Ultimate Team. 97 Pace, 86er Dribbling, 88er Schuss, 72er Passspiel, 90er Physis mit am Start. Kurzer Blick in die Ingame-Stats verrät uns, das ist schon eine sehr, sehr gute Karte. Passspiel vielleicht mal so ein bisschen ausgeklammert, da könnte es ein bisschen besser sein, aber ist jetzt auch vielleicht gar nicht so schlimm. Kurzer Pass mit einer 78, Übersicht 78, Flanken, da wird er eher weniger auf den Flügel ausweichen und großartig flanken. Ähnliches bei langen Pässen werden auch nicht so oft zum Vorstein kommen. Freistoßpräzision kannst du vernachlässigen. FW mit einer 75 dürfte auch nochmal ein Tick mehr sein. Aber sonst eine sehr geile Karte. Wir haben gerade eben gestreamt. Ich nehme das Video jetzt hier wieder um 23.56 Uhr diesmal auf. Wir sind noch später dran als gestern. Da haben im Stream einige gemeint, die Ausdauer ist halt nicht so geil. Ganz kurze Info an der Stelle. Wenn du die Karte mal vergleichst mit dem Zlatan Ibrahimovic Flashback, was die Ausdauer angeht. Der hat eine 71 und ich spiele den Ibra beispielsweise zum Teil in Foot Champions Games in der Weekend League 120 Minuten lang, wenn es in der Verlängerung gibt und wechsle den nicht aus und komme damit super klar. Workrates von Doumbia und von Ibra sind auch ähnlich oder sogar komplett gleich. Ich glaube sogar tatsächlich komplett gleich. Dementsprechend finde ich, ist das jetzt nicht wirklich ein Argument gegen ihn, um zu sagen, nee, 70er Ausdauer nehme ich nicht mit. Ist meiner Meinung nach absolut ausreichend und zur Not heißt das ja nicht, dass der nach 30 Minuten nicht mehr laufen kann. Zur Not musst du ihn halt auswechseln. Oder du spielst ihn als Supersub. Das ist natürlich auch nochmal eine Idee. Ich meine, Physiswerte, unfassbar, 99er Stärke, 99er Sprungkraft, absolut genial. Kopfballpräzision eine 84. In Kombination könnte das mit dem Typen, gut, bei 1,79 ist die Frage, aber trotzdem schon mal ganz ordentlich sein. Beweglichkeit auch noch in einem sehr, sehr guten Bereich. Vor allem das gepaart mit der Physis. Abschluss sehr, sehr nice mit einer 87. Tempo brauchen wir auch nicht drüber reden. Absolut grandios. Sprich, insgesamt eine sehr, sehr ordentliche Karte. Zwei Dinge möchte ich nochmal ganz kurz besprechen. Erstens, ich zeige euch jetzt mal, wie man es vermeintlich am günstigsten abschließen kann. Voraussetzungen, einmal ein 86er Rating und zwei La Liga-Spieler. Und ein 84er Team mit einem Spieler aus der DL von Weinküste. Bevor wir das tun, gerne wie immer unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr den Doumbia gemacht habt. Habt ihr ihn schon gespielt? Wie findet ihr ihn? Und an der Stelle auch schon mal nochmal ein dickes, fettes Dankeschön für euren Support in der letzten Folge, im letzten Video, wenn man so will. Waren einige Vorschläge mit dabei, die ich mir durchgelesen habe. Es ging auch ein bisschen drum, ob ich nicht die Spieler auf dem Money-Account, das seht ihr auch, auf dem befinden wir uns gerade, weil wir die Foot 14 SBC schon auf dem RTG-Account abgeschlossen haben und ich wollte die euch nochmal hier zeigen auf YouTube. Ob ich da nicht vielleicht die ganzen SBCs machen kann und ein, zwei Games spielen kann. Problem, erstens mal allein zeittechnisch wird das relativ schwierig. Wie gesagt, ihr seht, wir haben es jetzt gerade kurz vor Mitternacht, direkt nach dem Livestream. Das wird ein bisschen schwierig, das auch noch damit alles einzubringen und dann ja auch täglich irgendwo Content zu liefern.
Und zum anderen, ihr seht es auch an den Coins, ich kann euch mal ganz schnell eben mit in den RTG, beziehungsweise in den nicht RTG, in den Money-Account mit reinnehmen. Wir stehen dabei knapp 1,8 Millionen Coins. Und das war's dann auch eigentlich schon so grob. Also hier ist nicht mehr großartig viel Sonstiges am Start. Ihr seht's, ne? Das waren die ganzen Tradables. Transferliste ist noch aktuell bei, ja, knapp 11 Spielern. Jetzt geht's hoch auf 1,8 Millionen. Da haben wir schon noch ein bisschen was, aber das ist auch nicht mega. Ja, das ist gar nichts mehr eigentlich hier. Das heißt, wir werden hier am Ende des Tages vielleicht bei 1,9 oder sowas in dem Dreh rauskommen. Lass es 2 Millionen sein. Selbst das natürlich nicht allzu viel. Und dann habe ich noch nicht mal ein Team drumherum. Ja, da sind viele Coins ein bisschen verschwunden gegangen im Laufe der Zeit, weil ich zum Teil Spiele einfach nicht verkauft habe, die ewig drauf sind. Also wir hätten hier definitiv mehr machen können auf dem Account, aber ich habe den mit der Zeit halt gar nicht mehr gepflegt. Deswegen wird das sowohl zeittechnisch als auch moneytechnisch vielleicht ein bisschen schwierig werden. Aber wir werden auch definitiv mal SBCs machen und ich kann euch da auch mal dann Erfahrungen geben, beziehungsweise auch mal Gameplay zeigen, wenn es wirklich interessant wird, wenn mich eine Karte zum Beispiel auch auf dem RTG-Account so dermaßen interessiert, dass ich den machen will. Das werden wir auf jeden Fall tun. In dem Sinn, noch eine kleine Info, ich gehe schon mal in der Zwischenzeit rein. Ich packe euch mal unten in die Videobeschreibung einen Footbin-Link mit der Verlinkung direkt zu der SBC. Denn die Versionen, die ich euch natürlich vorstelle, die kann schon wieder am nächsten Tag ein bisschen anders sein, ein bisschen teurer. Vielleicht gibt es noch eine günstigere Variante. Und bevor ihr dann meine nehmt und die zu dem Zeitpunkt vielleicht schon wieder ein bisschen teurer und angestiegen ist, dann nehmt natürlich lieber die günstige. Deswegen, Link ist unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr die dumme SBC abschließen wollt, dann checkt da gerne vorher nochmal. Vielleicht gibt es da was günstigeres. Erste SBC für ein seltenes Spielerpack für ein 50k-Pack, Freunde. Asensio haben wir im Kasten, Sergi Roberto, Godin, Jimenez, Ederson, Fernandinho. Dann haben wir Iniesta, Iaramendi, den müsste man umformen zum ZOM. Im Idealfall kauft ihr gleich einen als ZOM natürlich. William Carvalho, dann haben wir nochmal Vasquez auf rechts und Gerard Moreno vorne im Sturm. Dürfte dann, wie gesagt, bis auf den Position Change hier bei Iaramendi, passt das dann schon mal wunderbar. Die Info an der Stelle, das Pack bzw. die SBC kostet 165k. 50k-Pack als Reward ist auch die teurere, mit Abstand teurere von den beiden. Und die zweite SBC, ein Spieler aus der Elfenbeinküste, 84er Rating, 70er Chemie, kostet 45k. Relativ entspannt anzugehen. Wir haben mit Kepa, mit Leno, Sokratis, Bailly, Ibra, der highest rated ist, zusammen mit Paulinho als 85er. Wir haben Oscar, wir haben Kagawa, wir haben den wunderbaren Quaresma, Talisca und Carrasco. Auch da braucht ihr nochmal einen Position Change. Das wäre in dem Fall ZOM MS. Guckt am besten mal, vielleicht kriegt ihr den Talisca als MS. Ich glaube, ZOM MS war relativ teuer oder es war MS zu ZOM. Ich weiß jetzt gerade nicht, in welche Richtung das war. Ich glaube, eine der beiden war relativ teuer, deswegen da vielleicht mal gucken, dass er den mitnimmt. Und dann könnt ihr die SBC auch nochmal für 45k abschließen. Bekommt ein Megapack dafür, sprich ein Pack im Wert von vermeintlichen, ist ja immer nicht so, 35.000 Coins. Heißt, SBC kostet insgesamt 210k, Packwert 85k als Packwert, den er letztendlich rausbekommt. Meinung zu Dumbia, wie gesagt, eine sehr, sehr geile Karte. Haut mich jetzt aber nicht so dermaßen absolut krank vom Hocker, dass ich sagen würde, ich würde ihn definitiv machen. Deswegen mache ich ihn auf dem RTG-Account nicht. Noch dazu, weil ich eben einen Ibra habe, der bombastisch ist und ich jetzt da nicht noch so einen zweiten Ibra-like-Spieler brauche. Deswegen werde ich ihn nicht machen. Aber schreibt mir, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare, ob ihr ihn machen werdet. Und wenn ja, wie ihr ihn bisher gefunden habt. Bin ich sehr gespannt. Coole Erinnerungen auf jeden Fall an den alten Dumbia. So, und dann gehen wir nochmal ganz kurz rein. Die Footbin-Geschichte nochmal. Nämlich bezüglich den Cam-Styles. Wird natürlich wieder die Frage sein, was packt man auf den drauf? Die Stats, die ich definitiv nicht pushen würde mehr, wäre Pace, Def sowieso nicht, Füßes auch nicht und dann auch selbst wahrscheinlich ein Passspiel nicht großartig. Die Frage ist natürlich immer, muss man bei so einer Karte den Schuss nochmal pushen? Er hat ein 88er Finishing. Ich würde sagen, da kann man schon nochmal was machen. Heißt vielleicht so eine schöne Sniper-Karte, wäre glaube ich durchaus eine Idee, um da nochmal ein bisschen was in die Höhe zu treiben. Wenn ihr natürlich das Passspiel nochmal verbessern wollt, kann man auch über Dead Eye gehen, das haben wir natürlich auch nochmal am Start. Aber ich würde wahrscheinlich am Ende des Tages am ehesten Finisher nehmen, den komplett hochpushen, was das Finishing angeht. Positioning geht nochmal mit hoch, Composure, sprich Ruhe, Dribbling, Ballkontrolle, Reaktion, Balance, Agility, Beweglichkeit auch nochmal, denke ich, ganz in Ordnung. Deswegen glaube ich, macht der Sniper-Cam-Style da wahrscheinlich mit am meisten Sinn.
Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr da denkt. So, der ist halt tatsächlich gewachsen, ne? In FIFA 15 1,78, in FIFA 19 1,79. Unfassbar, der Kerl. Wahnsinn. Aber gut, ich würde sagen, Jungs, das war's soweit zu Dumbia. Wir gehen rüber in Richtung Foot 14 SBC und dementsprechend Richtung Packs. Habe ich soweit vorbereitet. Könnt ihr auch sehr gerne nachmachen, die SBC, wenn ihr wollt. Diesmal habe ich die Spieler gekauft. Ich gehe das mal so ein bisschen, ich sag mal, vorsichtig durch. Wenn ihr das tun wollt, dann könnt ihr natürlich immer noch mal kurz auf Pause drücken und dann letztendlich die Spieler nachkaufen. Aber auch da findet ihr ja auf Footbin wie immer natürlich auch günstige Versionen. Das war jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgenommen habe, am Ende auch die günstigste. Zumindest, wie gesagt, laut Footbin. Viele Spieler gekauft, 1, 2, 3 hatte ich noch im Verein. Da, den habe ich ein bisschen überteuert gekauft, weil ich das Video jetzt schnell aufnehmen wollte. Und weil es der Money-Account ist, ne? Deswegen, ja, das soweit dazu. Sprich, Premium-Goldspieler-Pack, 3 Ligen, 4 seltene Spieler, 78er Rating, Wir schließen den ganzen Bums ab und drücken jetzt die Daumen, dass wir im zweiten dieser Foot-Birthday, ja, SBC-Videos, kann man so nennen, dass wir da was Gutes ziehen. Ich bin sehr gespannt, deswegen rein damit. Und dann war es das schon wieder für den heutigen Tag, Jungs. Und dann sind wir gespannt, was EA morgen bringt. So, 12 Goldspieler, 3 selten. Come on, EA, so ein schöner Walkout jetzt. Es kommt kein Walkout. Es war klar, Jungs. Es war klar. Wir schauen rein. Es ist aber eine Innenform. Wir ziehen einen Innenform. Italien, ZM. Ist das Barella? Ich glaube, das ist Barella. Für die italienische Nationalmannschaft noch getroffen. 81er Barella. Kann man mitnehmen. Übrigens, die Info an der Stelle. Das Pack kostet 8k, beziehungsweise die SBC. Kann man definitiv mitnehmen. Heißt, wir haben die Coins auf jeden Fall durch den Inform, allein wenn wir den abstoßen. Schon mal wieder rausgeholt. Einen wunderschönen Horn noch mit am Start. Chiesa, Quintero und wie sie nicht alle heißen. Das ist sehr schön. Kleiner Tipp am Rande nochmal an der Stelle. Durch die ganzen SBCs, die anstehen, wäre es durchaus clever, wenn ihr mal euren Verein was die durchsucht, was die Gold-Non-Rares angeht. Da habt ihr immer mal wieder Spieler, die einiges wert sind. Wir hatten heute, jetzt fällt mir der Name nicht ein, einen deutschen Non-Rare aus der Bundesliga, 80er Rating. Weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war. Der am Ende des Tages für 3400 Coins auf dem RTG-Account über die Bühne ging. Deswegen checkt da gerne mal durch. Sind immer mal wieder Spieler mit dabei, die über 1k kosten. Und selbst solche Spieler wie hier kriegst du dann auch nochmal verkauft irgendwie für 500, 600, 700 Coins. Und dann macht das eben die Masse. Deswegen checkt da nochmal euren Verein. Ich werde das Ganze später, beziehungsweise ich werde jetzt erstmal auf die Transferliste packen. Kümmere mich dann wieder später drum nach dem Video, weil ich glaube, das interessiert euch nicht. Und in diesem Sinne war es das erstmal von mir für heute. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Und schaut natürlich auch sehr gerne in den Livestreams vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Gucken dann mal, was für eine Karte rauskommt. Wie es weitergeht. Denn wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Bis Montag 19 Uhr läuft die Promo, heißt, da kriegen wir noch die ein oder andere coole Karte von EA präsentiert. In dem Sinn, ich bin raus, wünsche euch was. Wir sehen uns. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.